Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich glaube, zur Vorstellung muss ich sonst nichts weiter sagen. Du hast das Wesentliche gesagt, Friederike. Ja, und wir steigen ein mit der Förderung von Open Access Büchern an der JLU. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren hier. Genau, also ich will nochmal mit einer ganz, ganz kurzen Einführung anfangen. Was ist eigentlich Open Access? Damit wir da alle wissen, dass wir vom Gleichen reden. Open Access ist der freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Das heißt, für Sie als Leser heißt das im Grunde genommen der Zugang zu den Volltexten von wissenschaftlichen Publikationen ist kostenfrei. Das heißt, Sie können das einfach im Netz herunterladen, öffnen und rezipieren. In der Regel versteht man da aber inzwischen auch ein bisschen erweitert darunter, dass es nicht nur einfach frei herunterladbar ist oder kostenfrei herunterladbar ist, sondern auch, dass es eine Lizenz zur Weiternutzung dieser Publikation gibt. In der Regel ist das eine Creative Commons Lizenz. Da gehe ich am Ende nochmal ein bisschen drauf ein, was eigentlich diese Creative Commons Lizenzen sind, welche Typen es da gibt und was der Zweck dahinter ist. Aber heute soll es eher so ein bisschen nochmal drum gehen, wie Sie als Autorinnen und Autoren eigentlich in Open Access auch einbezogen werden und wie Sie da zu Open Access Büchern, wie Sie da bei den Open Access Büchern hier in Gießen unterstützen. Aber ich will erst nochmal so einen kleinen historischen Rückblick machen. Also Open Access gibt es schon relativ lange. Die ersten Initiativen sind tatsächlich schon in den 1990ern entstanden. Insbesondere zu der Zeit halt, wo das Internet aufkam und ja, und es möglich wurde, digitale Objekte eben viel einfacher zu teilen, zu replizieren, als das noch in der gedruckten Welt möglich war, ne? Also früher war vor allem die Verbreitung von Zeitschriften und Zeitschriftenartikeln eben viel, viel komplexer, als das jetzt in der digitalen Welt ist. Dann so die große Phase von Open Access waren dann die 2000er, insbesondere so der Anfang der 2000er. Da ist es dann auch so langsam auf die politische Agenda gekommen und es gab eine ganze Reihe von großen Aufrufen, also die Budapest Open Access Initiative und die Berliner Erklärung habe ich hier mal in den Folien verlinkt. Die können sich da gerne angucken, dass die betonen eben, ja, welche Potenziale eigentlich in Open Access stecken und beschreiben Wege, wie man das eigentlich erreichen kann. Und in dieser Zeit sind auch so die ersten Open Access Verlage gegründet worden, also zum Beispiel PLOS, Biomed Central, Copernicus. Und alle diese Initiativen haben sich aber erstmal ganz stark auf Zeitschriften und Zeitschriftenartikel bezogen. Und gerade diese ersten Open Access Verlage, die es gab, das sind jetzt heutzutage auch klassische Zeitschriftenverlage. Und die setzen auf sogenannte Artikelbearbeitungsgebühren überwiegend als Geschäftsmodell. Also Artikelbearbeitungsgebühr heißt auf Englisch Article Processing Charge oder APC. Das heißt, wenn man da einen Artikel veröffentlicht, muss man eine entsprechende Gebühr bezahlen und dann wird der Artikel eben kostenfrei im Netz publiziert. Aber in den letzten Jahren haben auch Open Access Bücher an Bedeutung gewonnen und insbesondere größere Wissenschaftsverlage haben sich inzwischen auch ja auf diesen Trend sozusagen eingestellt und machen entsprechende Angebote oder bieten entsprechende Optionen beim Publizieren, sodass die jetzt auch zunehmend in den Fokus gerückt sind. Bei den Geschäftsmodellen von Open Access Büchern trifft man aber schnell auf eine viel, viel größere Heterogenität und viel, viel ja, verschiedenere Möglichkeiten, als das bei den Zeitschriften der Fall ist. Hier habe ich so eine Abbildung, die versucht hat, mal so die typischen Geschäftsmodelle, die es bei den Open Access Büchern gibt, zusammenzufassen. Teilweise sind auch da Zeitschriftenfinanzierungsmodelle dabei, aber man sieht dieser Bereich, dass man bei Büchern einfach auch eine Gebühr bezahlt, wie bei den Zeitschriftenartikeln, die gibt es natürlich auch. Das nennt sich dann einfach statt Article Processing Charge, nennt sich das dann Book Processing Charge, BPC.
Aber es gibt auch noch jede Menge andere Modelle, insbesondere die auch, solche, die auch aus den Wissenschaftsdisziplinen direkt forciert werden. Also zum Beispiel so Community-Modelle wie Language Science Press oder ja die Open Library of Humanities und noch viele mehr. Wir in Gießen unterstützen inzwischen aus dem Publikationsfonds auch die Veröffentlichung. In der Regel ist das bei einem kommerziellen Verlag, bei dem dann eine Book Processing Charge bezahlt werden muss. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten über unser Repositorium zum Beispiel. Also das JLU-Pub ist unser institutionelles Repositorium, also unsere Publikationsplattform. Also auch da können wir natürlich Erstveröffentlichungen digital einstellen. Und ja, auf die beiden Varianten gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen näher ein. Also bei dem Repositorium ist die Finanzierungsmöglichkeit dann ja relativ einfach sozusagen, weil das wird dann über die UB praktisch als institutionelle Einrichtung finanziert. Ja, das heißt, wir betreiben diesen Server und ansonsten ja, müssen Sie da als Autoren und Autoren nichts bezahlen. Gut, aber wir gehen erstmal auf den Publikationsfonds. Das hatte ich schon gesagt. Seit Anfang 2020 haben wir die Förderung auch auf die Open Access Bücher ausgeweitet. Unter Büchern kann man dann also Monographien oder Sammelbände verstehen. Und da werden Sie eben inzwischen bei vielen größeren Verlagen auch die Möglichkeit finden, dass Sie Ihr Buch da OA publizieren können. Und dafür wird dann eine Book Processing Charge oder eine Buchbearbeitungsgebühr genommen. Für die Details zur Förderung habe ich Ihnen hier nochmal die Homepage verlinkt. Da können Sie gerne gucken. Da ist das nochmal ausführlich erläutert. Aber ich sage Ihnen natürlich auch die wesentlichen Eckpunkte gleich. Also wir übernehmen typischerweise 50% der entsprechenden Gebühr und maximal 5.000 Euro. Das heißt zum Beispiel, wenn das Open Access Buch, sagen wir mal, 8.000 Euro kosten würde, dann würden wir 4.000 Euro aus dem Fonds übernehmen. Wenn es 12.000 Euro kosten würde insgesamt, dann würden wir eben bei dem Maximalwert von 5.000 Euro landen. Die wesentliche Bedingung ist, dass Sie als Autorin und oder Autor bzw. Herausgeberin oder Herausgeber Mitglied oder Angehörige der JLU sind. Also wir können natürlich kein Buch fördern, was jetzt von irgendeinem Wissenschaftler von der LMU geschrieben würde. Und wir haben Qualifikationsarbeiten von der Förderung ausgenommen, also Dissertationen und Masterarbeiten. Ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht auf den Folien draufsteht, den sage ich aber auch nochmal. Wir fördern nur Open Access Gebühren. Also wenn Sie bei so einem Verlag ein Angebot für die Publikation von einer Monographie oder einem Sammelband anfragen, sind da oft auch andere Kosten noch mit einbezogen. Also typischerweise nennt man sowas einen Druckkostenzuschuss, der dann zum Beispiel für Farbabbildungen oder sonst was verlangt wird. Solche Kosten würden wir eben nicht aus dem Fonds übernehmen, sondern tatsächlich die Gebühr, die für die digitale Open Access Publikation entsteht. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aus den letzten Jahren dazu genommen. Das sind dann Bücher, die über den Fonds schon gefördert wurden, die dann auf den entsprechenden Verlagsseiten eben Open Access angeboten werden. Manche Verlage zeigen das auch nicht so ganz gut. Also jetzt hier bei dem Beispiel vom Nahverlag merkt man, das sieht man jetzt nicht sofort, dass das eigentlich ein Open Access Buch ist. Bei den anderen ist zumindest über dieses Symbol oder über die Creative Commons Lizenz deutlich gemacht, dass das ein OA-Buch ist. Trotzdem auch das Nahbuch ist frei zugänglich. Also da sehen Sie, es sind einige Titel jetzt hier von JLUNAN, einzelne Direktbände, also wo ein Autor das publiziert, oder aber auch Sammelbände, die da publiziert worden sind. So, also das ist die eine Möglichkeit, wo wir sie fördern können. Die andere ist, dass sie tatsächlich im Repositorium bei uns publizieren, also in JLU-Pub. Das hat den großen Vorteil, dass die elektronische Ausgabe dort kostenfrei eingestellt werden kann. Also Sie müssen da
überhaupt nichts bezahlen, um da ihre Arbeit zu publizieren. Sie bekommen auch bei uns eine persistente DOI-Adresse und Sie können auch bei uns eine passende Creative Commons-Lizenz auswählen und die Arbeit damit versehen. Und die ganzen Publikationen können natürlich einfach über Suchmaschinen und Bibliothekskataloge gefunden werden. Und einen großen Vorteil will ich auch nochmal explizit auch benennen. Sie räumen uns nur sogenannte einfache Nutzungsrechte an dieser Publikation ein, wenn Sie die bei uns publizieren. Also beim Publikationsprozess müssen Sie am Ende so ein kleines rechtliches Dokument anhaken, dass Sie da zustimmen sozusagen. Und da räumen Sie uns Rechte ein, dass wir das, dass wir die Arbeit digital publizieren können. Aber das sind sogenannte einfache Nutzungsrechte. Das heißt, Sie können auch noch anderen Personen oder Institutionen Rechte an dieser Publikation einräumen. Insbesondere auch zum Beispiel für eine Druckausgabe, ja, die Sie beispielsweise über einen Print-on-Demand-Dienstleister oder über einen anderen Verlag herausbringen können. Also auch das ist möglich. Ja. Wenn Sie bei uns in JLU-Pub das elektronisch publizieren, können Sie trotzdem auch noch eine gedruckte Ausgabe an einer anderen Stelle publizieren. Von der rechtlichen Seite steht dem nichts entgegen. Und auch hier habe ich Ihnen so ein paar Beispiele mal gezeigt. Das ist ein Band, den haben wir jetzt dieses Jahr gerade veröffentlicht. Da sehen Sie auf der linken Seite, ist der im Repositorium als frei zugängliche elektronische Fassung publiziert. Und auf der rechten Seite sehen Sie, ist das über einen Print-on-Demand-Dienstleister. Gibt es nochmal eine gedruckte Ausgabe, die Sie da für 9 Euro kaufen können. Also auch das ist möglich. Ja. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiele aus der Vergangenheit genommen, also insbesondere einige Professoren, die hier Reihen herausgeben, haben diese Möglichkeit genutzt und kombinieren also auch da elektronische, frei zugängliche elektronische Fassung mit einer gedruckten Ausgabe, die dann über einen Dienstleister noch erstellt wird. Gut, bevor ich zum Ende komme, noch eine dritte Variante, wie die JLU auch Open Access Monographien oder Sammelbände unterstützt. Die habe ich ganz ans Ende gestellt, weil sie eine Möglichkeit ist, die Sie jetzt als Autoren nur sehr indirekt wahrscheinlich wahrnehmen können. Denn es hat sich ein Trend gebildet, dass Bibliotheken über so eine Art Crowdfunding auch Open Access Veröffentlichungen unterstützen. Das haben wir jetzt in verschiedenen Bereichen auch getan. Eins davon ist zum Beispiel Knowledge Unledged. Das funktioniert also so, dass praktisch ein fachliches Gremium eine ganze Reihe von Büchern auswählt, die thematisch relevant und interessant sind und die praktisch zum Open Access Publizieren vorsieht. Und wenn genug Bibliotheken sich an der Finanzierung beteiligen im Vorfeld, werden diese Bücher dann eben Open Access gestellt. Und da haben wir mehrere Jahre auch bisher schon mitgemacht. Ein ähnliches Modell ist zum Beispiel auch, dass das Open Library Politikwissenschaft vom Transkript Verlag, das funktioniert auch im Prinzip nach dem gleichen Schema, nur dass da kein Gutachtergremium die entsprechenden Bücher auswählt, sondern dass das sich einfach auf die entsprechenden Neuerscheinungen des Verlags in dieser Disziplin bezieht. Also auch da ist es so, wenn sich genügend Bibliotheken praktisch beteiligen, dann stellt der Transkript Verlag alle seine neuen Bücher aus dem Bereich Politikwissenschaften elektronisch Open Access zur Verfügung. Und man kann halt noch zusätzlich auch Printausgaben bekommen, aber die werden dann eben ja elektronisch frei zugänglich veröffentlicht. Auch da haben wir uns schon mehrere Jahre jetzt beteiligt. Und also wenn Sie sozusagen zum Beispiel auch in einer von diesen Initiativen also da was publizieren würden, was von diesen Initiativen auch aufgegriffen würde, dann würden Sie da natürlich auch sozusagen über uns
ein Stück weit mitgefördert werden, aber das ja, wollte ich nur noch mal so als ans Ende stellen. Das ist jetzt nichts, was sich praktisch direkt an Sie jetzt als Autoren widmet, aber ja, also auch an diesen bisschen alternativen Finanzierungsmodellen beteiligen wir uns als JLU. Gut, ganz am Ende hatte ich gesagt, ich will noch mal ganz kurz was zu den Creative Commons Lizenzen sagen. Die sind inzwischen so ein bisschen ja, eine Grundbedingung von Open Access. Die haben den großen Vorteil, dass sie relativ klar regeln, wie eine Publikation genutzt werden kann. Also die digitale Verbreitung ist mit alle den verschiedenen Creative Commons Lizenzen, die es gibt, in jedem Fall möglich. Das heißt, die haben immer das Recht, die entsprechende Publikation zum Beispiel auf ihrer Homepage zu stellen, sie bei ResearchGate einzustellen, sie per Mail zu verschicken, sie in einem Repositorium als Zweitveröffentlichung einzustellen und so weiter. Also die digitale Verbreitung ist immer Bestandteil von dieser Creative Commons Lizenz. Die Grundbedingung der meisten CC-Lizenzen ist dieses CC BY. Das bedeutet, das ist eine sogenannte Attribution-Lizenz. Das heißt, der Urheber oder die Urheberin muss in jedem Fall immer genannt werden, wenn das entsprechend digital weiterverbreitet wird. Ja, also Sie können da nicht einfach hergehen und dann sagen, so, jetzt nehme ich mir das mal und schreibe meinen Namen drauf. Das würde sowohl gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstoßen, wäre aber auch ein Verstoß tatsächlich gegen die Creative Commons Lizenz. Und Sie haben dann noch verschiedene Möglichkeiten, diese CC-Lizenzen einzuschränken. Also die CC BY-Lizenz ist sozusagen die offenste dieser CC-Lizenzen. Sie können dann noch gewisse Einschränkungen machen, zum Beispiel, dass Sie sagen, Sie möchten eine kommerzielle Nutzung ausschließen. Das wäre dann eine sogenannte CC BY-NC, also Non-Commercial License. Oder Sie möchten gerne Abwandlungen also verbieten. Dann ist das die No-Derivatives-Lizenz, also CC BY-ND. Die kann man dann teilweise auch noch miteinander kombinieren und ich habe sie jetzt auch nicht ganz alle gezeigt. Hier, es gibt noch eine SA, das ist dann die Share-Alike-Lizenz. Die sind nochmal ein bisschen spezieller, weil sie das dann praktisch unter einer ähnlichen Lizenz wieder weitergeben müssen. Das kann man aber alles sehr schön auch auf der Creative Commons Homepage angucken. Da gibt es dann so ein interaktives Tool, wo Sie da so ein bisschen rumprobieren können, was Ihnen dann Fragen stellt und Ihnen dann die passenden CC-Lizenzen anzeigt. Genau, und damit ist die Coffee Lecture schon vorbei und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne im Chat oder auch direkt über das Mikro Ihre Fragen stellen. Also wenn es mehrere Herausgeber oder mehrere Autoren gibt und zumindest einer davon aus Gießen ist, wäre ein Antrag grundsätzlich möglich und würde auch von uns gefördert. Auch in voller Höhe. Also sagen wir mal, es ist ein Autor aus Gießen und ein Autor von der LMU von mir aus, dann würden wir trotzdem, und der Band kostet 8.000 Euro, dann würden wir trotzdem 4.000 Euro aus dem Fonds übernehmen, weil zumindest ein Gießener beteiligt ist. In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass da natürlich dann oft auch Kofinanzierungen zustande kommen und sich die Einrichtungen, die Gelder dann irgendwie teilen, aber auch das wäre für uns okay. Das heißt, wenn dann sozusagen das Buch kostet 8.000 Euro und die LMU, der LMU-Wissenschaftler sagt, er nimmt 4.000 Euro und 4.000 Euro bleiben für uns in Gießen, dann würden wir aus dem Fonds eben 2.000 Euro bezahlen, also weiterhin 50%, und 2.000 Euro müsste dann sozusagen noch aus einer anderen Quelle bezahlt werden. Also es ist relativ einfach, Sie brauchen einfach nur eine Mail schicken. Typischerweise ist das ja so, dass Sie dann ein Angebot von einem Verlag einholen und der macht Ihnen da sozusagen so eine Art Kostenvoranschlag. Das schicken Sie uns dann einfach per Mail an openaccess@ipsis.unigießen.de, ist also alles auf der Homepage auch verlinkt. Und bei den Büchern ist auch so, dass wir Ihnen
für ein Jahr lang eine Zusage machen, dass wir die Gelder reservieren. Also typischerweise bei dem Angebot ist das Buch ja noch nicht publiziert und die Rechnung noch nicht da, sondern das dauert dann ja oft noch mal eine ganze Weile, bis das dann auch wirklich publiziert wird und die Rechnung kommt. Und so lange reservieren wir das Geld dann also für Sie. Das heißt, sagen wir mal, Sie holen sich jetzt so ein Angebot ein, kommt dann von uns die Rückmeldung, ja, wir beteiligen uns mit so und so viel Euro an der Finanzierung, dann gilt diese Zusage dann für 12 Monate, also würde dann bis Ende nächstes Jahr im Mai dann gelten sozusagen. Und wenn Sie bis dahin die Rechnung dann haben, dann bekommen Sie das Geld.